Mit dem 1.9-Update sind mal wieder nicht nur Features dazugekommen, die auch im offiziellen Changelog festgehalten sind, sondern auch wie bei fast jedem Update geheime oder sogenannte Secret-Features. In der heutigen Folge werden wir 5 dieser Secrets des Updates durchgehen. Falls ihr noch mehr von diesen kleinen geheimen Änderungen sehen wollt, könnt ihr das ganz einfach mit einem Daumen nach oben zeigen. Kommen wir somit auch direkt, ohne Zeit zu verschwenden, schon zum ersten Secret. Die Zombie-Dorfbewohner hatten vor dem Update immer dieselbe Textur. Dies wurde nun geändert. Während sie vorher lediglich die Kleidung und Hautfarbe eines Zombies und den Körper eines Dorfbewohners hatten und auch die Nase, wie glaube ich jedem aufgefallen ist, haben sie nun unterschiedliche und wirklich coole zombieartige Texturen. Eine weitere kleine geheime Änderung betrifft die Todesnachricht. Todesnachrichten sind die im linken Teil des Bildschirms oder sozusagen im Chat auftauchenden Sätze, wenn ein Spieler gestorben ist. Dort steht dann Spielername und wie derjenige gestorben ist. Nun, nach dem Update sieht man seine eigene Todesnachricht auch schon direkt in der Todesmeldung-Animation. Das dritte Secret ist zwar sehr klein, aber dennoch ein sehr nützliches meiner Meinung nach. Jeder kennt diese nervige Animation oben rechts im Bildschirm, also die mit der Truhe und dem Pfeil. Das ist die sogenannte Speicheranimation. Es gibt nun im Optionsmenü eine Option, diese ganz einfach mit einem Klick auszuschalten. Dazu muss man unter Hilfe und Option auf Einstellungen unter Benutzerfläche das Häkchen bei Speichersymbol anzeigen rausnehmen. Das Speichersymbol wird nun nicht mehr erscheinen. Das heutige vierte Secret betrifft das Angreifen des Spielers auf Mobs. Sobald man Schaden verteilt, erscheint eine Herzanimation, die zeigt, wie viele Herzen der Gegner mit diesem Schlag verloren hat. Es sieht so aus, als würden die dunklen Herzen aus dem Körper des Gegners fallen. Kommen wir nun auch schon zum heutigen letzten Secret. Die Heuballen dienen nun auch dazu, den Fallschaden erheblich zu sinken. Schaut man sich den Clip an, sieht man, dass ich ohne Heuballen 4 Herzen an Fallschaden erlitten habe. Mit einem Boden aus Heuballen lediglich nur noch ein einziges Herz. Ich denke mal, ihr wisst nun, was das bedeutet. Das war's auch schon mit den heutigen Secrets. Schreibt gerne mal euer Lieblings-Secret in die Kommentare und auch eure Meinung zum Update. Also ihr habt es ja jetzt ein paar Tage gezockt und jetzt würde ich gerne mal eure Meinung wissen, wie ihr das findet. Also ist klar, es leckt und hängt sich auch manchmal auf, aber das denke ich mal, wird alles noch gefixt. Aber dennoch trotzdem mal eure ehrliche Meinung zum 1.9-Update, was wir jetzt vor 2 Tagen oder vor 1 Tag eher gesagt bekommen haben. Gerne eure Meinung dazu, gerne in die Kommentare. Falls ihr mehr von diesen Secrets sehen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.